Bereits 1876 wurde die erste Zigarrenfabrik in Wiesenthal erwähnt. Es gab viele Gründe, in einer Zigarrenfabrik zu arbeiten. Einer davon war die Armut, in der große Teile der Bevölkerung lebte. So war es hauptsächlich in ländlichen Gegenden üblich, meist Frauen und Jugendliche in der neu entstandenen Zigarrenindustrie zu beschäftigen. Betrachten wir einmal den Weg des Tabaks bis zur fertigen Zigarre. Große Firmen und Tabakgroßhändler kauften in den Überseehäfen wie Bremen und Rotterdam ganze Schiffsladungen auf. Der teure Inhalt, je nach Herkunftsland, in Fässern, Jute oder Bastballen verpackt, wurde größtenteils als Deck oder Umblatt verwendet. In der Fabrik musste der angelieferte Tabak ca. 12 Stunden angefeuchtet werden, denn die richtige Feuchtigkeit war wichtig für die Weiterverarbeitung. Zu feuchter Tabak war mürbe, trockener zerbrach. Kleinere oder beschädigte Tabakblätter wurden hauptsächlich zur Einlage gerippt, das heißt, die Hauptrippe musste entfernt werden. Anschließend zerriss man die Blätter in kleine Teile. Bis etwa 1930 wurde dieser Arbeitsschritt von Hand durchgeführt. Danach kamen Rippmaschinen. Die restliche Weiterverarbeitung musste nach wie vor manuell gemacht werden. Maschinen wurden erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges zugelassen. Als Wickel wird der Rohling der Zigarre bezeichnet. Der Wickelmacher trug eine große Verantwortung. War der Wickel zu fest, lüftelte er nicht richtig. Das heißt, die Zigarre zog nicht. Der Tabak wird bei diesem Arbeitsschritt mit dem Umblatt etwa 1,5 Mal umwickelt, sodass hinten und vorne 2 bis 3 cm in der Form überstehen. Nachdem der Wickelmacher 5 Formen gefüllt hatte, wurden sie in der Wickelpresse gepresst, damit sie ihre endgültige Form erhielten. Die Zigarrenmacherinnen rollten den Wickel mit dem Deckblatt ein, weshalb der Beruf auch als Roller bezeichnet wurde. Zuerst wurde das Deckblatt exakt auf die richtige Form geschnitten, sodass später keine Tabakstückchen abstanden. Bei Spitz- und Keulenformat hatten die Zigarrenmacherinnen darauf zu achten, dass sich keine Einlage in der Stütze befand. Gegebenenfalls musste sie entfernt werden. Sechs bis sieben Mal soll bei einer guten Zigarre das Deckblatt um den Wickel laufen. Also war das der Karl-Heinz. Das war nur Vorbereitung auf das GUD. Das Gaswerk, dass die ja mal Dampf kriegt. Was, Flugblätter verteile die? Ja, ja, Unterschrift da jetzt auch. Anschließend wurden die fertigen Zigarren nach ihrer Farbe sortiert. Danach wurden sie in Zigarrenkisten verpackt. Eine große Auswahl von Zigarren und Herstellungswerkzeuge können Sie nach wie vor im Museum im alten Rathaus Wiesenthal besichtigen.